Kinders, was geht bei euch ab? Wir haben es geschafft. Über den letzten Monat, also über Februar, haben wir ja versucht, uns die Twitch-Partnerschaft einzuverleiben. Ich habe euch ja gebeten, dass ihr versucht, so aktiv wie möglich zu sein und so weiter und so fort. Boah, wie krass das gerade aussieht. Sick, dude. Außer die Lampe, die sieht nicht gut aus. Ja, wir wollten ja alle zusammen voll Gas geben, um die Twitch-Partnerschaft einzusacken. Und ratet mal, von wem ich eine E-Mail bekommen habe und eine Nachricht in Twitch selbst von Twitch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Ich bin direkt drauf, habe mir den Kram durchgelesen, durchgearbeitet und wir sind jetzt ein voller Twitch-Partner-Channel. Es geht nicht höher. Wir gehören jetzt zu den Besten. Wir haben jetzt sogar diesen Verifiziert-Button. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ihr habt es möglich gemacht, dass wir das schaffen konnten. Nur wegen unserem Zusammenhalt haben wir es geschafft und sind jetzt Partner. Hallo? Es gibt jetzt ultra viele tolle Sachen, die wir jetzt dadurch machen können. Ich habe mich damit noch nicht so viel befasst, weil ich so geflasht war. Ich habe es erstmal 20 Stunden zu spät gesehen oder halt später gesehen, nachdem es rauskam. Um genau zu sein, war es die größte Überraschung, die ich seit Jahren, Jahrzehnten hatte. Denn ich war hier im Gang gestanden, also meistens bin ich hier drüben und denk mir oder überlege schon mal, was ich dann gleich sage. Und gerade bei so Infovideos, wo ich diverse Themen ansprechen will, mache ich mir davor nochmal kurz Gedanken. Ich schreibe mir zwar nichts auf, aber ich habe halt einfach alles einmal durchdacht. Und ich bin hier rumgelaufen und dachte, okay, gut, ich muss euch jetzt langsam sagen, dass es erstmal nichts geworden ist mit der Partnerschaft, weil es ist ja jetzt schon März und so weiter, bla bla bla. Und habe dafür schon Worte gesucht und dann bin ich hier über den Ding gestoßen. Der neue Bildschirm. Ist nämlich da. Und ich dachte noch direkt, okay, den trage ich noch bei Twitch und bei YouTube ein, ne? Weil alle immer fragen, was für Zeug hast du? Und dann bin ich hier erstmal rausgegangen aus der Gedankenwelt, bin am PC, geh auf YouTube, trag den ein, geh auf Twitch, trag den bei Ding ein und sehe oben so eine 1. Ich drück drauf, du bist Partner. Und ich so, what? Ich habe gerade diese leicht traurige Nachricht durchgearbeitet, die ich euch dann überbringen muss, dass wir kein Partner geworden sind, dass es nicht geklappt hat. Und dann klappt das einfach. Das ist schon geil, oder? Wir haben gesagt, wir machen das jetzt im Februar. Wir schaffen das. Und wir haben es geschafft. Meine Haare verschwinden komplett. Schön. Ja, es ist der Ultrahammer. Es ist so geil. Wir können jetzt, wie gesagt, 9 weitere Emotes machen. Ab 150 Abos haben wir wieder 9 Slot, um noch ein Emote zu machen. Da können wir 10 weitere Emotes machen, wobei 9 schon der Hammer sind. Wir können 9 Emotes machen, noch neue dazu, zu den bisherigen 3. Dann gibt es Abzeichen, die ich unbedingt jetzt mit vollem Druck versuche, fertig zu bekommen oder generell sie zu erstellen. Abzeichen für Zuschauer. Die habt ihr dann einfach vor eurem Namen, so wie auch das Prime-Zeichen oder eben das Abonnement-Zeichen, wenn ihr Abonnement bei dem Kanal seid, dieses Schwert oder was das ist. Ne, der Stern. Schwert ist ja Mod. Und ich kann eigene Abzeichen für euch machen, für einen Monat, für 2 Monate, für 5 Monate, für ein Jahr Zuguckschaft. Das heißt, wir haben bald Indikatoren dafür, für die richtigen Hardcore-Fans auch. Und für Leute, die ganz am Anfang neu dabei sind, die können sich direkt identifizieren damit, weil sie nach ein paar Wochen, Tagen oder auch sofort, weiß ich nicht, dieses erste kleine Abzeichen bekommen. Ich finde das ultra geil. Wir können so viel neues Zeug machen. Unsere Bandbreite wird jetzt auch nicht einfach so beschränkt, wenn auf Twitch mal viel los ist, weil wir Partner sind. Wir sind die, bei denen schön immer 100% läuft. Ich könnte jetzt zwar einstellen, dass in so einem Moment, wenn Twitch gerne die Qualität wegnehmen würde, dass für alle Abonnenten die Qualität da bleibt, aber für den Rest dann nicht. Aber das habe ich ausgemacht. Ich habe eingestellt, dass jeder, so müsste es zumindest sein, die volle Qualität hat, auch wenn Twitch diese Downphasen hat. Dass auch Nicht-Abonnenten, ihr wisst ja, ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, dass nur noch Abonnenten alles machen können und hin und her. Wobei ich mich natürlich trotzdem im gleichen Atemzug sehr darüber freue, wenn jemand abonniert. Aber ich will es nicht erzwingen mit solchen Mitteln. Ja, es gibt jetzt unglaublich viele Sachen, die man einstellen kann, aber ich habe mich noch nicht eingelesen. Also ich war so perplex und dachte, juhu, 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 habe ganz viel Musik gehört. Ich musste da die Thumbnail für gestern machen für dieses Lucky Case Video und ich habe dafür 2 Stunden gebraucht, weil ich einfach nur so war. Wir gehören jetzt, ja, die muss ich auch machen, zu den Krassen der Krassen. Wenn euch jemand fragt, hey, wie sieht's mit deiner Community aus? Dann sagt ihr, wir gehören zur Elite. Wir sind Elite, Pimmel. Oder eben Elite wie JJs. Wenn man weiblich ist. Ist das nicht krass? Wisst ihr, warum ich so stehe? Weil der eine Lampe kaputt ist. Einfach ein riesiges, riesiges Dankeschön. Ich kann es nicht anders sagen. Ihr habt es möglich gemacht. Wegen euch sind wir jetzt Partner. Viele fragen sich jetzt, aber warte mal, du hast doch diese 75 Zuschauer gar nicht geschafft. Das ist eine Voraussetzung, dass man 75 Zuschauer haben muss. Twitch schreibt selbst, man soll sich daran halten, an diese Voraussetzungen. Aber falls man meint, man ist cooler als alle anderen und hat das eher verdient, schon früher Partner zu werden, soll man sie anschreiben. Und ich habe sie angeschrieben. Ich habe sie Mitte Februar angeschrieben und von uns erzählt. Ich habe gesagt, hey, wir sind die Dummbabler, wir haben dies und das vor. Es wird aber nicht richtig. Ich habe gesagt, hey, ihr könnt nachgucken, die haben ja sicherlich die Einsicht dazu, dass wir ungefähr 300 Zuschauer haben in den Livestreams. Aber nie gleichzeitig. Der eine kann mal nicht, der andere kommt später, der eine muss arbeiten, hat noch Training. Jemand geht und der andere kommt dann. Also von den Zuschauerzahlen ändert sich nichts. Einer geht, einer kommt. Und wir kommen im Moment nicht so hoch. Durch diese Ansage, die ich kurz vor Februar getroffen habe, dass wir versuchen, die Partnerschaft zu bekommen und dass es nice wäre, wenn ihr
kommt, so kurz den Arm wechseln, sind die Zahlen schon krass gestiegen. Also wir sind von einem Schnitt von 35, 40 Zuschauer auf ungefähr 55 bis 60 gestiegen. Wir waren noch manchmal an den 70 dran, aber wir haben nie die 75 geknackt, geschweige denn sie als Durchschnitt halten können. Und ich habe halt Twitch geschrieben, dass es im Moment irgendwie schwierig ist. Wir hatten aber schon monatelang über 100 und hin und her. Und dass doch die Abonnentenzahlen vor allem für sich sprechen und dass sie auch reingucken können, dass auch die Spenden für sich sprechen, dass wir, ja, man muss dann da so ein bisschen auf die monetäre Geschichte gehen, weil Twitch ja auch was verdienen will, dass wir eine gewisse Schlagkraft haben, also auch eine finanzielle Schlagkraft mit uns führen, die für Twitch ja auch nicht schlecht ist. Ja? Twitch verdient die Hälfte an jedem Abonnement. Auf jeden Fall habe ich das so geschrieben, dass ihr eben ziemlich krasse Boys und Girls seid. Und dass wir es, als dann das Monetäre abgearbeitet war, eben auch einfach verdient haben. Wir sind schon seit 2 Jahren ungefähr am Hustlen und werden immer mehr, nach wie vor immer mehr. Zwar leider nie gleichzeitig, aber wir werden immer, immer mehr. Und dann eben noch kurz zu mir, also zu meiner Person. Ich habe einen ziemlich langen Text geschrieben, dass ich das schon recht lange mache, wie lange ich auch YouTube schon mache und dass ich jemand bin, der nicht aufgibt, dass ich immer weitermache und dass die sich auf mich verlassen können. Dass ich jetzt nicht einfach dann die Partnerschaft bekomme und nächste Woche aufhöre, so ungefähr, sondern dass es immer, immer weitergeht. Und dann schreibt mir einfach ein Admin zurück, hey, wir haben deinen Text gelesen. Ich war schon voll überrascht. Was, gucken das echt Menschen an? Also, obwohl man die Sachen gar nicht erfüllt, liegt das echt jemand durch? Ja. Und er schreibt, er findet das, also jetzt erstmal zu mir, er findet, dass ich perfekt zu ihm passe, zu Twitch und ins Partnerprogramm und hin und her. Und er findet auch toll, dass wir so eine tolle Community sind und hin und her und bla bla bla. Und ich kann Partner werden, wenn ich will. Und ich so, ja gut, hab ich gesagt, ja, das hab ich. Und jetzt sind wir Partner. Partner. Lass das erstmal sacken. Vielen Dank. Heute Abend ist ab 19.30 Uhr wieder ein Livestream. Es gibt zur Feier natürlich erstmal Nav, ist klar. Nav-Giveaway. Ich habe Skinbaron angeschrieben. Es geht klar. Die nächsten paar Tage werden sie mir dann die finanzielle Geschichte zuweisen. Und dann machen wir es wieder so, dass der Nav-Gewinner einfach das Nav dann selbst bestimmen oder selbst wählen darf auf Skinbaron. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Mal einen fetten Daumen nach oben. Nicht für mich, sondern für uns. An euch. Weil ihr habt es geschafft. Ich habe auch ein bisschen mitgemacht, klar, aber ihr wart die, die am Start waren, ihr wart die, die reingehasselt haben, ihr wart die, die auch, ich denke, es ist zum Großteil wegen den Abonnenten gewesen, ihr seid die, die reinsubben andauernd. Ihr seid die, die Subs verschenken. Ja? Wir haben so wenig Zuschauer und so viele Subs. Das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank. Kommt heute Abend in den Stream. Pimmelei like a diamond. Ciao, ciao.